Gut, also der Name ist ja sehr wohlklingend, der Business School. Man muss allerdings schauen, was wirklich hinter diesem Konzept steckt. Und nach Formulierung des Wissenschaftsrates beinhaltet er eine Zusammenführung. Man könnte das auch etwas dramatischer betrachten als Vermengung von verschiedenen Ausbildungskonzepten, nämlich eine Zusammenführung von der HTW als Fachhochschule und der Wirtschaftswissenschaft, der Abteilung Wirtschaftswissenschaft an der Universität des Saarlandes. Effektiv bedeutet das letztlich ein Konzept, das vor 10 Jahren abgeschafft wurde, denn das entspricht dem bekannten Gesamthochschulkonzept. Wir lehnen das auch aus diesem Grunde ab, weil es mit dem, was üblicherweise unter einer Business School verstanden wird, zum Beispiel der Universität Mannheim, da die Fakultät für die betriebswirtschaftliche Fakultät nichts gemein hat. Also da kann ich jetzt nichts als Hintergrund sagen. Uns wurde auch bei der Begehung da eigentlich oder gab es für uns da keine Indizien. Im Gutachten selber steht eigentlich auch keine Begründung drin. Insbesondere soll es ja um das Einsparpotenzial gehen. Also was man einfach nur daraus lesen könnte, wäre unter Umständen nach dem Motto Betriebswirtschaft gleich Betriebswirtschaft. Man muss allerdings die unterschiedlichen Ausbildungskonzepte sehen. Und das ist eben nicht so dieses einfache Konstrukt, dass man verschiedene Fächer zusammenlegt, sondern wir haben die unterschiedlichen Ausbildungskonzepte, die auch unterschiedlich in der Wirtschaft nachgefragt werden. Und da unsere Absolventen und sich Absolventinnen und Absolventen und sicherlich auch die der HTW im entsprechenden Umfang dann auch von der Wirtschaft nachgefragt werden, halten wir das Konzept auch aus diesem Gesichtspunkt heraus, dass wir unterschiedliche Bedarfe ja damit auch befriedigen und auch natürlich für die Studierenden unterschiedliche Perspektiven bieten, für nicht sachgerecht. Zumal eben auch eine konkrete Begründung, was und wie genau hier eingespart werden soll, insbesondere auch unter Berücksichtigung der Gesamteffekte, die entstehen für das Land selber, hier ausbleibt. Im Moment wahrscheinlich ohnehin nicht, denn die Institutionen, insbesondere auch die Lehrkörper, sind ja im Moment so da, wie sie da sind und da laufen ja auch Verträge. Ich bin verbeamtet auf Lebenszeit, also ich kann auch nicht in Ruhestand geschickt werden. Insofern ist auch unklar, wie da im Moment Sparpotenzial gehoben werden sollte. Wie gesagt, das Gutachten wird da auch nicht spezifischer. Jetzt weniger vielleicht von diesem Finanzierungsaspekt her, aber grundsätzlich vielleicht auch vom Aspekt des Marketing her. Wir haben hier eine Marke, die HTW hat eine Marke. Plötzlich wird diese Marke vernichtet, aufgebaut. Sie aufzubauen dauert sehr lange, sie zu vernichten geht relativ schnell, ne? Also insofern sehen wir im Moment eher Gefahr, dass Werte vernichtet werden, als dass hier Sparpotenzial gehoben wird, das dann insgesamt auch sozusagen zu einer Wertschöpfung, positiven Wertschöpfung führen wird. Also ich bin sicherlich auch seinerzeit in Saarland gekommen von der Universität Osnabrück, weil man die Universität Osnabrück hat auch einen sehr guten Ruf, aber die saarländische Universität hat natürlich auch gerade im Bereich des Rechnungswesens einen sehr guten Ruf. Es hat hier auch die Verbindung gegeben von Finanzwirtschaft und Rechnungswesen. Das hat mich auch sehr angezogen. Und insofern, ja, finde ich es natürlich, bin ich nicht ganz angetan von den Konzepten der Business School Saarland, wie sie im Moment diskutiert werden oder wie sie auch sozusagen angedacht ist in dem Wissenschaftsratsgutachten, in der Weise, wie sie da angedacht ist. Also ich persönlich freue mich über die Initiative der Studierendenschaft, die ja auch einen Petitionsaufruf gestartet hat, um aus ihrer Sicht eben auch, und die sich aus ihrer Sicht vehement gegen dieses Business School Saarland Konzept, Schrägstrich Gesamthochschulkonzept wendet. Und da freue ich mich also, dass möglichst viel Stud oder bisher viele Studierende hier schon das unterstützt haben und würde natürlich auch wünschen, dass das sozusagen noch von mehr Studierenden, vielleicht auch über die Studierendenschaft hinausgetragen wird und einfach auch mal im Land publik gemacht wird, was denn das eigentlich für das Saarland bedeutet und dann auch hoffentlich die Fachschaft hier noch mehr Unterstützer findet.